Hi. Hi, Hier ist die ach, da Kamera. muss ich hingucken. Hi. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir sind Julian? und Alex und zusammen ergeben wir Ja. On Tour. Wir wollen ein kleines Intro-Video machen, in dem wir uns ganz kurz vorstellen, das eben extra nicht zu lang wird und in dem wir kurz erklären, was wir vorhaben, oder? Okay. Ja, mein Name ist Julian. Ich bin zurzeit 42 Jahre alt und ich habe ein sauberes Handtuch dabei, für die wissen, was ich meine. Ja, ich bin Vater von vier wundervollen Kindern und ja, ne? So, bin bekloppt. Nein, chaotisch. Das trifft es, glaube ich, besser. Ja. Wir haben nicht viel Zeit, da unten eskaliert es gleich. Okay. Dann ich gehe schon mal Ja. runter. Tschüss. Ich bin Alex und ich werde dieses Jahr 40. Ich glaube, vielleicht ist das die Magie des Rundens. Ich glaube, ich werde gerufen. Ich glaube, er hat Mami gerufen. Ah, du bist gerufen. Ja? Ja, gerne. Ja, gerne. Okay, also, Sag doch mal ich Hi, bin Julia. Alex. Ich werde dieses Jahr 40. Es könnte tatsächlich sein, dass das irgendwie so eine magische Grenze ist. Keine Ahnung. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Vielleicht ist das auch die 42 die magische Grenze. Wenn man in Jahr 7. rechnet, wäre das so. Jahr 7. Ja, ich bin auch Mama von 4 Kindern. Im Alter von morgen 10 bis ins Kleinste, die ist 1,5. Heißen die Mädels übrigens 2 Mädels mit A und die Jungs mit J. Weswegen das Ja auch einfach sehr passend für uns ist und auch zu unserer Lebenseinstellung zum Thema Ja, Ja zum Leben, Ja zur Nachhaltigkeit, Ja. Aber nicht, ja. Genau. Und ja, 7. ist auch ein Stichwort. Also wir leben ja ziemlich anthroposophisch, oder? Also so in den meisten Dingen auf jeden Fall. Auf jeden Fall ökig und nachhaltig Genau, es und ist immer so die Frage, von welchem Standpunkt man das aus sieht, ne? ja, und dieses ökig, nachhaltig und Co. ist eigentlich auch das, warum wir Ende letzten Jahres in den Rauhnächten oder kurz davor entschieden haben, wir machen uns selbstständig mit dem Thema Nachhaltigkeit und gründen. Das Institut für gelebte Nachhaltigkeit. Ja, Institut für gelebte Stimmt. Nachhaltigkeit. Ja, Institut für gelebte Nachhaltigkeit. Und das war auch nur eine Ergänzung, keine Korrektur. Das, wichtig ist es, wichtig ist es. Genau, und dann, ja, dann kam bei uns zu Hause hier erstmal Keuchhusten. Das hat das Ganze ein bisschen auf Eis gelegt, so im Januar, Februar. Dann hat man eine Woche Zeit, um richtig durchzustarten. Hatten Oder auch halt nicht Lungen so richtig. gefunden und so und alles war so richtig wieder in Motivationsschub und dann kam Corona. Corona. Ja, und das war dann irgendwie, also das dauert ja jetzt nun wirklich schon auch Monate und das hat unseren ganzen Businessplan quasi von ungefähr 1,5 Jahr, was auf die Beine zu stellen, von dem wir annähernd leben können, wenn wir uns entsprechend reduzieren, Pünktchen, 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 völlig zunichte gemacht. Ja, Ja. und dann? Waren wir da und haben mal in uns gehorcht und gefühlt. Die Zeit genutzt, kann man sagen. Ja, und Und auf der Suche nach uns selbst dem Sinn des und Lebens. dem Sinn des Lebens, genau. Und unseren Herzen und Herzenswünschen sind wir. Auf ein altes, neues Thema gekommen. Ja, genau. Und das ist das Reisen. Ja. 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 Ja, yeah. Ja, und Reisen, ja, ich weiß nicht seit wann, aber es war für uns schon relativ früh klar, immer wenn wir darüber gesprochen haben, dass wir reisen wollen, mit den Kindern auch, war es bei uns jetzt nicht Backpacking, Thailand und Wobei Co. wir das Thema schon hatten, bevor wir überhaupt Kinder hatten. Reisen an sich schon, aber ich meine jetzt, seitdem wir Kinder haben,
ist das spätestens weg, dass wir mit Backpacking irgendwie ja, hinfliegen, oder? Ja, da waren wir mehr so campingmäßig unterwegs. Und haben auch da eher übers Reisen nachgedacht, was man hier erreichen kann. Ne? Da haben wir auch angefangen, Fahrrädern Urlaub zu machen und zu zelten und so. Also wirklich auch uns sehr, was das angeht, zu reduzieren. Wobei Fahrräder jetzt nicht so das ist, womit wir reisen wollen, werden, können, weil wir schon denken, mindestens ein Jahr unterwegs sein zu wollen und das eigentlich eher dann eben hier in Europa, Osteuropa. Ginge auch mit dem Fahrrad, ist aber mit 4 Kleinkindern ziemlich anstrengend. Und im Winter vielleicht auch ein bisschen zu kalt oder im Herbst schon, je nachdem, wo man dann landet. Ja, ne? So. Und deswegen ist die Überlegung jetzt mit einem Wohnmobil möglichst nachhaltig, sofern das da geht, auf Reise zu gehen. Und nachdem wir gestern die Entscheidung getroffen haben. Ein Tag nach unserem Hochzeitstag. Wir sind 11 Jahre verheiratet übrigens. Krasse Scheiße. ja, wollten wir euch alle mit auf unsere Reise nehmen oder auf die Reise zu unserer Reise? Genau, die Reise zu uns selbst, auf die Reise zu einem Mobil, auf die Reise in der Reise, Welt daraus. Wie auch immer. Genau, ein Hund. Die werden wir sicherlich auch im Video mal zeigen. Genau, und 2 Katzen haben wir auch. Wobei die eine Katze tatsächlich eine Reisekatze ist. Die wird wahrscheinlich auch mitkommen, genau. Ja. Ja. Reise, Kinder. Kinder, Reise, Hund. Hund werdet ihr mal sehen, ganz bestimmt. Die Kinder. Ja, nicht. Und wenn dann verpixelt. Genau, oder zensiert dann, auch wenn es vielleicht ein bisschen das romantische Flair in Videos und Bildern nimmt, aber im Moment sind wir eher auf dem Stand der Dinge, dass wir die Kinder nicht einfach frei dem Internet aussetzen wollen und dann noch mit Namen und allem versehen wollen. Genau. Ja, dann können wir tatsächlich zum Ende kommen. Ja, also wir laden euch herzlich ein, mit uns auf diese Reise zu gehen, dieses Abenteuer zu beschreiten und ja. Vielleicht auch sogar ein bisschen inspirieren zu lassen. Dann bis bald. Tschüss. Ciao.